Hey, ich bin der Marc von Aus dem Leben gefilmt und heute geht es um ein Dauerlicht, das für YouTuber, kleinere Videoproduktionen und andere Sachen sehr gut eingesetzt werden kann, weil es sehr günstig, flexibel und überall einsetzbar ist. Und dafür sehen wir uns nach dem Intro. Also ich wurde immer wieder gefragt, welches günstige Licht würde ich empfehlen? Und ich habe mir da mal selber Gedanken gemacht, was hole ich mir für meinen YouTube-Kanal oder für kleinere Produktionen, wenn ich was ausleuchten möchte. Und da bin ich auf dieses Neua Set 660 gestoßen. Das sind diese LED-Panels mit 660 LEDs. 660, weil 330 weiße LEDs, 330 gelbe LEDs, die man selber über Regler hinten zuschalten kann. Ich mache mal kurz die gelben an. Da haben wir gelb. Hier haben wir weiß. Man kann die auch zusammen machen und kann sich dann so seine eigene Lichtfarbe einstellen. Das Teil ist echt relativ hell. Also ich werde selber gerade von einer angeleuchtet und die ist, glaube ich, auf der kleinstmöglichen Stufe überhaupt an. Das ganze Teil wird mit zwei Akkus geliefert, da ist auch noch ein Netzteil dabei und es sind zwei Ladegeräte dabei. Also jeder Akku hat sein eigenes Ladegerät. Und das ganze Set, also aus Akkus, Netzteil, LED-Lampe und so einer praktischen Transportbox, kostet gerade mal 99 Euro. Da kann man echt nicht meckern, weil ich komme so anderthalb Stunden mit den Akkus aus, also das ist wirklich gar kein Problem. Die Lichtfarbe reicht hier von 3200 Kelvin bis 5200 Kelvin. Was mich persönlich als Kritikpunkt hier stört, ist, dass man die Farbtemperatur hinten nicht angezeigt bekommt. Das heißt, ihr müsst trotzdem mit einem Weißabgleich oder mit einer Graukarte, wie auch immer ihr das macht, müsst ihr den Weißabgleich einstellen, außer ihr habt halt den Auto-Weißabgleich an. Das ist ein bisschen ärgerlich, vor allem wenn man mehrere von diesen Lichtern hat, dass man die nicht alle 100% auf dieselbe Farbtemperatur eingestellt bekommt. Das ist da ein Kritikpunkt, aber für 99 Euro das Stück kann man eigentlich, finde ich, auch nicht mehr erwarten. Ja, zusätzlich gibt es da noch eine Softbox dabei, die kann man, muss also extra gekauft werden. Die habe ich mir auch mal geholt, weil wir einfach weichere Schatten haben wollten. Da kostet die Softbox 20, 30 Euro nochmal extra. Da muss man hier die Klappen, das Scheunentor muss man abmontieren. Das ist auch relativ einfach über vier Schrauben und dann kann man die Softbox da drauf schnallen, die extra dafür hergestellt wurde. Also ich bin bis jetzt soweit zufrieden. Mir ist auch eine mal abgesegelt, da kam ein Windstoß und dann ist die komplett umgeknallt auf dem Boden. Es waren ein paar Macken dran, aber wir hatten keine Zerstörung. Also das Ding funktionierte danach immer noch. Ich werde für dieses Video wieder nicht gesponsert oder ähnliches. Das ist einfach nur eine Hilfe für Leute, die ein echt günstiges Dauerlicht suchen. Ich kann euch das empfehlen. Solltet ihr zu diesem Produkt noch irgendwelche Fragen haben, dann lasst mir das bitte in den Kommentaren da. Übrigens verlinke ich euch die Lampe natürlich wieder unten. So, dann sind wir aber auch schon wieder am Ende. Mehr habe ich über die Lampe nicht zu erzählen. Ja, lasst mir wie immer ein Abo hier unten da. Schaut euch meine anderen Videos an von früher. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Euer Marc.